Dann mal auf zur nächsten Mission. Und wir haben schon Version 1.04. Das geht ja richtig flott bei denen. Sin of Damnation. Escape Route. Den goldenen Kelch tragend, finde einen Weg hinaus aus dem Labyrinth an Korridoren. Okay. The Grail is ours, and though Brother Lorenzo and Goriel disappear during the fighting, we will protect that for which we have spilt our blood. You must lead Brother Calistarius and the remnants of Squad Lorenzo back toward the main force of the First Company. May the Angel grant you the strength to prevail. Sergeant of the Squad, accept your orders. Only one squad is available. You will deploy your Terminators here. You will be in the very midst of the enemy. Move your men to this location. Do not rest until the relic is secure. Our righteousness burns a path through the shadows. Okay. Ungewöhnlich, dass wir mit einem Trupp kämpfen. Aber das müsste das Ganze ein wenig schneller laufen lassen. Also wir haben nicht so viel Mikromanagement. Gucken wir mal ganz kurz. Also hier haben wir 6 Eingangspunkte. Das heißt, der Korridor muss durchgehend bewacht werden. Problem ist nur die Türen hier. Ja, wie machen wir das? Also wir könnten einen hier hinstellen und der schießt nach und nach alle Türen kaputt. Und geht in Overwatch, wenn er es kann. Um alles zu töten, was von hier langkommt. Und währenddessen gehen 2 oben rum und 2 gehen unten rum. Einer, der nach vorne decken kann, einer nach hinten. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das machen wir so. Select. Storm Shields. Zwingen den Gegner des Terminators, einen Würfel weniger zu benutzen im Nahkampf. Und da das immer Gene-Stealer sind, die 3 Würfel, glaube ich, haben, ist es echt nicht schlecht. Aber ja, der Hammer-Terminator wurde doch ein wenig falsch eingesetzt bisher von mir. Ich habe halt versucht anzugreifen mit dem und das war nicht so ganz das Wahre. Aber ja, wenn wir den nochmal haben sollten oder den Clown-Terminator, immer schön in Guard-Modus. Das Bild sieht komisch aus. Fast so, als wenn wir schon wieder neue Hintergründe hätten. Oh, stimmt eigentlich. Gibt es einen Editor dafür? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Das wäre doch mal richtig interessant. Also ja, eigene Karten basteln wäre interessant und einmal ein Multiplayer-Match. Weil die KI ist teilweise doch recht komisch. Und mit dem richtigen menschlichen Gegner wäre es bestimmt richtig interessant. Aber gut, wir haben den Clown-Terminator. Was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Und hier haben wir den Hauptkorridor. Wer hat den Gral? Der Librarian, oder? Der kommt mal nach vorne. Du noch. Wir haben auch einen Flammenwerfer. Ich will keine verdammten Flammenwerfer. So, deploy. Terminator ready. Jo, er hat den Gral. Okay. 3 Punkte. Wir haben keinen Sergeant. Das ist nicht gut. Wir können also nicht neu würfeln. Das heißt, es kommt ziemlich auf das Glück jetzt an. Aber gut, du stell dich dahin. Na komm, geh einen weiter. Ob wir jetzt drauf schießen oder was nächste Runde aufmachen, macht keinen Unterschied. Also diese Runde noch aufmachen. Jammed. Aber die können wir kaputt schießen, oder? Wenn nicht, wäre das albern. Ja, müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Ein Stormbolter. Du biegst bitte nach da ab. Ein Stormbolter. Du biegst bitte nach da ab. Flammenwerfer rückt einfach nur auf. Clown-Terminator rückt einfach nur auf. Also, ich werde dann die Stormbolter nehmen, dass sie nach vorne gehen. Also jeweils einer hier rum, der andere darum. Und dann der Clown-Terminator oder Flammen-Terminator decken den Rücken von dem, der vorbrischt. Das ist so der Plan fürs Erste. Ja, 3 Punkte haben wir über. Dann stellen wir doch mal dich dahin. Und dich stellen wir da ein. Und wir
könnten jetzt nur einen Punkt umwandeln, aber ich denke mal, auf den Punkt kommt es nicht an. Und den benutze ich später lieber für so einen Force Barrier oder kaputt. Also ja, Enturn. Gucken wir mal. Erster Blip von unten. Von hinten. Und das war's. 2 CP. Ja, die 2 CP werden wir noch aufbewahren. Dreh ich mal nach da. Mach die Tür auf. So. Weil der könnte jetzt schon rankommen. Das heißt, du gehst einfach nur in Overwatch. Das heißt, der südliche Vormarsch wird schon blockiert von dem Blip. Das heißt, der Flammenterminator bleibt einfach nur hier stehen. Drei Punkte werden jetzt verschwendet quasi. Aber er hier kann vorrücken. Du dahin. Du hinterher. Du. Gehst dahin. Man muss nächste Runde dann beide Türen kaputt schießen und in Overwatch gehen. Weil sonst könnten die einfach hier rumwuseln. Und dann sind sie viel zu nah an ihm dran. Aber ja. Du mach jetzt die Tür auf. Sehr schön. Du bist in Overwatch. Du kannst dich noch drehen. So. Und damit hat noch der Flammenwerfer Punkt. Der Flammenwerfer kann nichts machen. Du bist in Overwatch. Wir haben zwei Punkte für Ladehemmung. Der müsste also tot sein. Und der Blip hier hinten ist noch viel, viel zu weit weg. Ja, okay. Enter. Nummer 1. Komm schon. Nummer 2. Weapon jammed. Das ist okay, wir haben noch 2 CP. Unjamming Weapon. Dadurch wird der Vormarsch im nördlichen Bereich jetzt aufgehalten. Das heißt, der Einzige, der wirklich gut vorankommt, ist... 1 CP. Ist der Librarian. So, und der... muss jetzt ein wenig schießen. Schieß. Tür. Obstruction removed. The road to victory is now closer. Sehr schön. Haben wir richtig Glück gehabt mit den beiden Sechsen hier. Ja. Eigentlich müsste er jetzt in Overwatch gehen. Und den einen Punkt brauchen wir auf jeden Fall für Ladehemmung. Das wird hier ein Riesenproblem. Ja. Ich warte nochmal ganz kurz mit ihm. Eventuell müssen wir den Blip da töten. Psychic Storm. Target Single Unit for 2 plus Kill. Kann ich nicht auswählen, warum nicht? Ich kann damit keinen Blip targeten, ne? Ja, macht Sinn, weil ein Blip ist ja eigentlich nicht eine Einheit, sondern ist ein ganzer Trupp. Gut, du musst das Ding jetzt aufschießen. Mit einem Schuss. Und am besten mit dem nächsten Schuss schon einen Genestealer töten und dann in Overwatch gehen. Ja. So viel dazu. So, ist nur einer. Overwatch. Das heißt... 1, 2, 3, 4, tot, tot. Das heißt, er hat jetzt einen Schuss frei. Dann könnte Ladehemmung kommen, dann hat er ein Problem und ist tot. Haken an der Sache ist, wenn er jetzt in Overwatch gehen könnte, also würde... dann könnte er auch eine Ladehemmung haben, den CP verbrauchen, hätte er kein CP mehr über. Also darf unser Librarian hier nicht in Overwatch gehen. Sondern muss weiter vorwärts stürmen. Ja, komme ich mit klar. Ist ja noch genug Abstand zu dem da. Taktische Karte sagt... da ist sonst nichts. Ja, okay. Schießen. Die Tür da hinten. Er wird die gleich öffnen, ne? Jo, dann geh aber mal einen Schritt vor. So, du... unten kommt gerade kein Blip. Du kannst vorgehen. Du kannst hinterher gehen. Dann hat jetzt nur noch der Clown-Terminator Punkte über, aber das bringt ihm nichts, weil er hier nicht dran vorbeikommt. Dazu sind die Gänge doch ein wenig zu eng, wie man hier sehen kann.
Ja. End turn. Das heißt, er wird jetzt ihn töten oder eine Ladehemmung haben, die Ladehemmung beheben und dann ihn töten. Genau. Er öffnet die Tür. Und stirbt gleich im Kugelhagel. Und danach werden die hier auch alle getötet. Sonst keine Blips. Sehr schön. Vorwärts. Vorwärts. Ungewöhnlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taktische Karte. Da oben kommt nichts, da unten kommt nichts. Der einzige Feind, der uns wirklich näher rücken könnte, wäre der da. Warum wird der... Achso, ich wollte schon sagen, warum wird der Barry nicht angezeigt? Das ist ein Symbol, das ist ein bisschen komisch. Aber okay. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heißt, ich kann nicht hier hingehen? Na gut, gehen Overwatch. Dafür brauchen wir zwar einen Punkt, aber selbst wenn wir eine Ladehemmung haben sollten, kommt er nicht ran. Stay alert, brothers. So. Südlicher Trupp. Die geht da hin. Du geh da hin. Du dahin. Dahin. Die bewegen sich auf der taktischen Karte auch weiter? Ja, sehr schön. Hätte ja sein können, dass sich irgendwie pausiert wird. Aber nö, die Terminatoren bewegen sich in Echtzeit nach ihren Befehlen weiter. Guti. Raus. Alle haben ihre Punkte verballert. 1 CP über für Ladehemmung. End turn. Was passiert, wenn er jetzt dahin geht? Okay. Tut er nicht, weil er immer schnurstracks auf uns zuläuft. Mit einem Grund, warum Multiplayer interessanter wäre. Als Schienstiller-Spieler würde ich den, der hier stand, hier rum bewegen lassen. Solange bis genug andere von hier hinten nachgezogen sind. Und dann versuchen, von hinten heranzukommen oder die Tür da kaputt zu machen. Ja. Du gehst weiter vor. Schade. 1, 2, 3, ja, ist genug Platz. Karte. Wir haben nur da oben Blips. Der macht das jetzt im Alleingang. Er stürmt einfach vor, schießt alles nieder, geht dahin und dann Mission fertig. Die vier Jungs hier hinten stehen einfach nur rum und versuchen hinterher zu ziehen. Oh weia. Oh ja, ich schicke ihn nochmal ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich ziehe nochmal ein Feld vor. Und gehe jetzt in Overwatch. Eventuell werde ich nicht alle klein bekommen. Deswegen wandle ich nochmal ein Dingens um. Genau. Weil wir haben bisher noch keinen einzigen Punkt sie verbraucht und wir sind schon halb da. Ja, fast. Also gut. Du. Gehen wir dahin. Dadurch müssten wir jetzt auch den Zugang hier blockiert haben. Es war ja so, wenn man nah genug an einem so einem Ausgang dran war, konnte der Genestealer-Spieler da keine Blips spawnen. Das heißt, die müssen alle hier hinten kommen. Ja, armer Librarian. Ja, im Notfall macht einfach jede Runde hier so ein Force Field hin und geht einfach dran vorbei. Dann sind die 6 Stück blockiert. Was ganz schön heftig ist übrigens. Aber okay. Du... Also ich hoffe einfach, dass sie blockiert werden. Das sieht nämlich nicht gut aus, das Blinken. Warte mal. Undo. Da meinte nämlich jemand in den Kommentaren, dass wenn das so blinkt, dass dann was Böses kommt. Also dass dann da was spawnt. Was ich ein bisschen unfair fände, aber na gut. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Gehen in Overwatch. Und gucken. Du kannst hier nirgendwo was machen. Okay. Hm.
stell dich mal da hin, dass du im Notfall nächste Runde da langflammen kannst. Wenn er ausweicht, also zur Seite geht. Aber ja, wenn das stimmt, dann müsste hier ein Blip auftauchen. Da nicht. Nur da unten.